Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play DayZ. Ja, bei diesem jetzt mal eine kleine Ankündigung, nämlich sind wir auf einem Server, wo, wenn euch der lieber Dave das jetzt mal mit P einblendet, eine große Anzahl von Spielern drauf sind. Oh ja. Und wenn das hier alles super riskant wird, dann gehen wir natürlich sofort auf einen anderen Server, aber zum Ausprobieren bleiben wir jetzt erstmal eine Zeit lang. Ich würde eigentlich nicht auf einen anderen Server gehen, das soll ja so sein, sonst brauchen wir gar nicht hier drauf zu gehen. Ich weiß. Und der Ping ist auch ziemlich hoch, also. Ja, also es kann mal in anderer Zeit höher werden. Hauptsache, da gibt es so einen anderen Server, wo der Ping 100 beträgt, die höchste Anzahl. Nein, und das ist nicht die höchste Anzahl. Es gibt so auf Battlefield und so, hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob der das gucken wird. Gibt es so brasilianische Server, die haben Ping 220. Die können auch vom Wald und so weiter kommen, ne? Also jetzt nicht nur auf die Straße. Sollen wir nochmal zurück zum Airfield oder sollen wir weiter rennen? Ich würde sagen weiter. Wir wollen ja schließlich zum großen Airfield. Dann nicht komm. Ganz auf die Straße. Jetzt musst du wirklich links daneben laufen. Das ist jetzt. Und wie man sieht, hier oben ist auch ein Clan online. Ja? Wie viele? Ah, zwei Spieler. Warte. Nee, es gibt zwei Clans. Ja? Ja. Einmal dieser Clan Kenny und dann noch dieser andere Clan. Oh ja, ich seh's. Mit jeweils zwei Spielern. Okay, also wenn wir zwei Spieler sehen, also wenn wir insgesamt einen Spieler sehen, müssen wir... Geht aber gerade auch mit dem Ping eigentlich. Ja, ja. Du weißt ja, als wir angefangen haben, waren wir eigentlich immer getrennt. Wir waren zwar in der gleichen Stadt und immer in der Nähe, aber einen konnte man sehen, während der andere gerade in einem Haus war oder so. Und deswegen, wenn wir einen Spieler sehen, immer erstmal gucken, ob da nicht ein anderer ist. Warte, denk mich mal ganz kurz. Ich muss eben wieder die Karte im Internet öffnen von DayZ. Fuck, Mann. Du immer mit deinem Deck mich mal kurz. Okay, wir rennen als nächstes zu Zelle. Wir rennen als nächstes zu Zelenogorsk. Das ist eine relativ. Es ist eine etwas von den kleineren, eine etwas größere Stadt. Mach hinne, ich hasse es, wenn du. Ja, ich bin schon da. In diesem Gebiet. Okay, warte, erstmal Straße decken. Guck nach links, ich guck nach hinten. Hinter uns ist niemand. Ich sehe da auch keinen. Aber jetzt hier so im Landesinnere sind eh nicht so viele. Die meisten hängen alle jetzt in Elektro ab. Also ich glaube, wenn wir jetzt nach Elektro rennen würden, dann wären wir richtig, wird's richtig abgehen. Ja, wir müssen einfach vor. Alter, hast du schon Part 31 von Let's Play DayZ bei Saraza geguckt? Kann sein, keine Ahnung. Letzter Zeit zocke ich DayZ immer nur selber. Naja, also ich hab mir. Warte, ich stell mich hier unten an den Baum hin, guck nach, ob ich jemanden oben auf der Straße sehen kann. Hab ich schon gemacht, da ist keiner, jetzt beweg dich. Ja, ja, ich bin dabei. Es gibt aber immer noch Leute, die mitten übers Land laufen, deswegen müssen klar, wir aber mal guck mal bei DayZ, also bei Part 31, da laufen die jetzt zurück nach Elektro. Was ist, kaum sind die in Elektro, werden die direkt von Heckenschützen in Beschuss genommen. Ja, ja, Elektro. Und dann sind da so Noobies gewesen, die gesagt haben, ja, da geht die Post ab und so weiter. Und jetzt vermuten die, dass das eventuell eine Falle war von diesen Noobies. Hammer. Oh ja, du musst dir die Parts mal angucken, die sind richtig geil. Ja, ja, aber ich spiele jetzt erstmal DayZ selber. Okay, warte, ich gucke nach, ich sehe da aber keinen. Wir müssen auch immer auf die Häuser achten, selbst wenn das Häuser so außerhalb sind und hinter. Alter, wenn da Praktikum vorbei. Wow! Das war ich wieder. Junge, hör auf, in der Gegend rumzuballern, das lockt die an wie Fliegen. Ja, Junge, es war nicht mit Absicht. Ich hab aus Versehen wieder vor. Ich wollte ranzoomen und dann habe ich wieder auf ab. Warte mal, ich lade mal eben nach. Junge, wie ich mich immer in die Hose scheiße, wenn du schießt. Ist mega scheiße, Junge. Leck mich mit SKS ist voll, naja, egal. Ja, ja, das sagt er bei mir auch immer, wenn ich nachladen will. Okay, da oben sie, da vorne sich irgend so ein Turm. Aufgestellt. Schieß ich, Alter. Ja, Junge. Ja, ich schieße immer aus Versehen. Ja, jetzt weißt du, wie das bei mir war. Froh sein, dass ich die meiste Zeit immer hinter dir bin, weil ich dich als Krähenfutter nach vorne schicke. Boah, leck mich, Alter. Es ist hier wieder der scheiß Berg zum Hochrennen. Ja, warte. Guck du mal nach, ob da in der Scheune oder sowas ist. Ich guck kurz, ob da einer von der Straße hinten kommt. In welcher Scheune? Da hinten die? Ja. Geh kurz nach. Ich will nur gucken, ob da irgendeiner die Straße hochkommt. Okay, ich sehe da niemanden. Du meinst jetzt hier die Straße ab, die Scheune, ne? Ja. Du hast von mir ein Go. Okay, ich warte hier ein bisschen weiter oben, am Ende der Straße, und pass auf, dass niemand von den Straßen herkommt.
Okay, wir müssen jetzt wirklich auch taktisch vorgehen. Eine falsche Entscheidung könnte schon unseren Tod bedeuten. Scheiße, ich hab Hunger. Ich muss gleich herkommen und mich mal decken, damit ich was fressen kann. Alles klar. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ich renn wieder zurück zu dir. Jo, ich stehe an diesem Stein. Ich sehe dich. Okay, ich stell dich genau hier hin, wo ich bin. Komm mal her, ich mache einen Screenshot. Deck die Straße. Ja, wie ich so auf andere in der Gegend rumziele. Ja, warte. Okay, los, weiter, komm. Okay, warte, komm jetzt erstmal hier hin und deck mich, ich muss was essen. Bleib genau da stehen, wo ich war, und guck immer mal wieder in der Straße entlang, ob deiner kommt. Ich esse so lange mal was. Warte, habe ich noch was Offenes? Nee, da muss ich mir was offen machen. Ach ja, ich habe hier ja noch diese Box, wo ein paar Kugeln drin sind. Da muss ich gleich nochmal nachsehen. Hast du ja eine Kugel für mich? Kann sein, aber am besten, wenn wir in einer aufgeklärten Gegend sind. Komm, guck einfach jetzt schnell nach. Kommt ja, eh keiner am Arsch der Welt. Hä? Okay, dann deck mich so lange noch. Boah, jetzt ruft wieder unten jemand an. Ich habe jetzt keinen Bock dran zu gehen. MT? Ich glaube, das sind Patronen für dich. Dieser Punkt 357er, sind das deine? Warte. Nö. Scheiße. Das und dann noch diese. Sind das bei dir dieser 7.62 mal? 39? Ja. Ja. 20 Schuss. Jawohl, gib her. Bitte sehr, die tauchen hier gleich auf. Ich steck schön, den. Oh? Schön ins Gras geworfen, ne? Ja. Da sehe ich die nicht. Waren das nur solche Revolver-Munition? Die schmeißt eine Alkoholtextur. Ja, die habe ich auch weggeworfen. Junge, warum nimmst du so einen Schrott mit? Ich wollte gucken, das war von dem Typen. Ich wollte erstmal gucken, was da drin war. Aber ich das in letzter Zeit auch nicht nie gemacht habe. Hier kommt nichts. Ja, warte einfach eine Sekunde, das kommt da gleich. Mein Gott. Okay, ich deck jetzt mal die andere Straßenseite. Junge, wie der da liegt. Jetzt ein schönes Körperschuss. Junge. Da ist er. Ja, ich seh's. Hammer. Danke, Gus. Bitte, warte, ich mache hier nochmal den Thunfisch auf. Warte, ich mache hier nochmal meine ganzen Dosen auf, damit ich die nicht erstmal aufmachen muss, sondern sofort offen habe. Warte, okay. Hammer, nice. Meine Mosin hat einen Schalldämpfer. Ich trinke auch nochmal eben, sei mal still. Meine Mosin hat einen Schalldämpfer. Sei mal still, sag ich schon. Ich esse auch mal eben was. Ja. Also. Meine Mosin hat einen Schalldämpfer. Und ein Bajonett. Jetzt brauche ich nur noch ein Visier, dann ist meine Mosin Hammer. Deck mich, ne? Ja, ja, ich decke ja die ganze Zeit die Straßen hier. Ja, auch hinter mir, da kann jetzt gerade jemand mich voll abknallen. Ich weiß, aber da warst du ja nicht. Da warst du ja schon, also. Trotzdem kann von da jemand kommen. Jo, falls du übrigens was zu trinken fragst, frag mich. Und was zu essen, ich hab noch genug. Ja. Ich hab nur noch 40% Cerealien. Und dann noch eine Dose, nachdem ich die hier aufgegessen habe. Jo, das reicht aber auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, und zu trinken habe ich's. Ja, ich warte. Ja. Hör auf zu essen. Ach scheiße. Jetzt war ich gerade hydrated. Egal. Sag so, mir wieder weg fett. Damit und wir können weiter. Okay, komm. Okay, warte. Erstmal die Straße mal decken. Da nicht doch irgendwo einer ist. Okay, wir rennen jetzt rechts quer durch, weißt du? Da müssen wir doch nicht bei der Straße um die Kurve gehen. Und werden auch nicht so schnell gesehen. Weil siehst du, wir können die ganze Kurve da sehen. Deswegen, wenn einer kommt, dann sehen wir den.
Wenn wir hier über das offene Land laufen, sieht man uns auch. Ja, ja, aber du weißt ja, wir am Anfang sind immer offen über die Straße gelaufen. Haben auch nicht nach rechts und links und rechts meistens. Aber ich glaube, die Gegner, denen wir jetzt begegnen, die sind alle schon weiter. Ja, ja. Alter, warum generiert sich die scheiß Landschaft hier nicht? Oder ist bei dir hier auch alles so ein bisschen kahl, wo wir jetzt hinrennen? Ja, eigentlich schon. Jetzt generiert die sich erst. Was soll der Scheiß? Ich habe alles auf sehr hoch eingestellt und nichts ruckelt. Irgendeiner ist Check-Timeout. Nicht so weit nach draußen. Alter, das sind immer noch mega viele. Komm mal nach rechts, da bin ich. Das könnte sogar glatt der Server sein, auf den Sarazar. Achtung, da ist ein Haus, da ist ein Haus. Auf den Sarazar und so weiter waren. Da ist ein Haus, warte, hier am Baum am besten entlang gehen, dann nachgucken, ob da irgendeiner ist. Bei der Straße da. Weißt du, was endgeil wäre? Was? Wenn wir dann so auf Sarazar und Co. treffen würden und die abknallen würden. Junge, ich würde die nicht abknallen. Junge, als ob du unterscheiden könntest, wenn alle irgendwie in Häuser nachgucken und einer so draußen ist. Also, aber die fragen einen ja meistens immer, are you friendly? Dann hört man schon, ob das Benny, Sarazar oder Dennis sind. Oder, ja, oder Tommy DeAngelo. Hauptsache, du sagtest so in letzter Zeit, ja, wenn ich irgendeinen sehe, ist er tot. Dann knall ich ja, ihn aber ab. Nicht Sarazar und so. Die haben schon, die sind schon oft genug abgekackt. Ich weiß, aber... Komm hier rüber. Schwierig. Ich geh in das grüne Haus jetzt. Das grüne? Ja. Der linken Seite das. Ich steck dich. Oder nee, warte, ich geh in das braune. Marit. Gezückter Waffe da rein. Warte, ich guck nochmal hinter uns auf der Straße. Da ist niemand. Vor uns auf der Straße. Auch nicht. Ich hammer, wie wir jetzt zweit so weit gekommen sind. Nee, immer noch schon wieder solche Revolver-Munition. Die finde ich echt super häufig, Revolver-Munition. Ich trinke schnell eine Soda, also eine Nutter-Cola. Ja, ja. Classic. Ich hab noch nie einen Revolver gefunden und fing in der Ante und Revolver-Munition. Ich hab noch kaum Revolver-Muni. Ich hab immer nur diese eine Trommel, also 6 Schuss. Ich finde nie einen Revolver. Der ist auch neu, ne? Relativ, ja. Ja, hier habe ich noch eine Sprite, die trinke ich mal eben. Währenddessen decke ich vom Fenster aus die Straße. Ich hab irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ja, ja, es ist viel zu still für 39 Personen. Und wie still es ist. Okay, ich komme. Du bist in dem braunen Haus, ne? Ja, ich komme jetzt raus. Weil die Türen dazu sind. Ich weiß, ich mach die immer hinter mir zu. So, komm. Okay, geh du links an der Straße entlang, ich rechts. Eine bessere Aufteilung. Außerdem sieht einer von uns beiden die dann vielleicht als erstes, sind die irgendwie komisch. Ich sag mal so, Sarazar und Co. und Pietsmeet und so, die haben auch Leute getroffen, auch außerhalb. Hier ist ein Hochsitz, pass auf, da kann jemand sitzen. Ja? Ich sehe noch keinen. Warte, ich komme auf linke deine Seite. Ja, ich komme auf deine Seite, ich komme. Ah, ich sehe den Hochsitz. Da scheint aber keiner zu sein. Nee, da ist auch niemand. Achtung, ich bin hier. Ja. Komm mal her. Das ist ein abgezäunter Bereich. Stell dich mal dahin, das sieht geil aus. So mit dem. Bleib stehen und dann ziel so auf mich. Bleib mal stehen. Nein, stell dich hin. Nein, so ist besser. Okay, warte. Nein, nicht so machen. Lass es so. Philipp. Jetzt ein Schuss in den Köpfe. Ist genau okay, da, wenn weiter. Das Foto aufnimmt. Okay, warte. Gut, da haben wir immer noch die Straße. Weil das Einzige, was wir nicht sehen würden, ist, wenn irgendwelche Leute aus dem Wald herkommen. Und es dann sofort sehen und abknallen. Okay, die Folge ist jetzt aber auch zu Ende. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nervenkitzel in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschö. Hier ist eine Lücke im Zaun. Ja, ja. Tschö.